Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In den letzten beiden Videos sind wir gelandet auf Fuerteventura, haben uns einen MAN Lions Coach der Second Generation gekauft und den im letzten Video abgeholt und zurück zum Hauptquartier gefahren. Und heute nehmen wir unseren ersten Auftrag an und verdienen dementsprechend auch höchstwahrscheinlich das erste Mal Geld. Ich bin mir noch unsicher, wie ich das dann halt im Endeffekt machen möchte. Ob ich jetzt, je nachdem, ob wir jetzt irgendwie tutorialmäßig die direkt schon hier Fahrer, mit den Fahrern mitbekommen, wie das so läuft mit den Fahrern. Wenn wir halt tutorialmäßig Fahrer halt anheuern sollen und so weiter, dann mache ich das natürlich. Ansonsten würde ich sagen, wäre mein Goal, erstmal 1 Million mit Aufträgen und so weiter einzufahren und danach, wobei vielleicht muss man halt auch für den einen oder anderen Auftrag auch schon einen weiteren Bus haben und einen Fahrer und so weiter. Mal gucken. Also, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das so machen, dass ich halt erstmal auf 1 Million gehe und danach damit starte. Genau, klick auf diesen Auftrag, um die verfügbaren Aufträge zu sehen. Dann erstmal auf neue Orders, dann klick anschließend auf einen Auftrag und bestätige diesen. Deine aufgenommenen Aufträge findest du unter Current Orders. Alles klar, dann schauen wir mal nach. Wir haben bisher nur halt Linie 11, El Matorral nach zum Airport für $500. 10 Minuten soll das Ganze dauern. 7.06.2021, sprich morgen am Montag um 13 Uhr. Da wir halt nur normale Fahrten bisher haben, nehmen wir diese Fahrt an. Ist ja schließlich auch Tutorial. Aktuelle Aufträge sehen wir dann hier. Genau. Dann fahren wir mal die Linie 11, würde ich sagen. Öffne halt erstmal erneut den Kalender, um zum Termin zu springen. Kalender, Fahrt, genau, die Linie 11 um 15 Uhr beginnt sie und wir springen dann zum 7.06.2021, 15 Minuten vor Abfahrt. Machen wir das mal direkt und steigen in den Bus. Hier haben wir die Verträge. Wir haben aktuell keinen Vertrag, aber wir brauchen ja auch gerade kein Geld, was das betrifft. Also ich glaube mal, die Verträge, das ist halt mit der Bank und so. Ich will hier schon wieder klicken, um die Tür zu öffnen. Muss natürlich gucken, ne? Rückwärts paar fahren. Ich könnte rückwärts hier so hin und dann vorwärts raus. Und dann steigen wir in den Bus und beginnen die erste Fahrt. Ich bin sehr gespannt. Die Tür war ja noch offen, warum auch immer die Tür noch offen war. Ah ja, weil wir ausgestiegen sind und Licht nicht zugemacht haben, deswegen starten wir die Zündung, starten den Motor. Ich gucke nochmal kurz wegen des Navis. Wegen des guten Stücks hier, wegen der Klimaanlage. Kommen wir da vielleicht auch sogar so hin eventuell, dass wir das. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das wollen, ob die das mit 18 wollen oder nicht. Bei 20 Grad. Machen den Lüfter ein bisschen. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit es ist, wie warm es draußen ist. Okay, wir haben 25 Grad draußen. Dann, hallo? Ja, jetzt geht's. Dann würde ich sagen, versuche ich mir hier rückwärts rauszufahren. Weil wenn ich wirklich so rausfahre, wie ich es geplant habe, dann ist das ja kein Problem. Ein bisschen muss ich noch.
Wunderbar, dann kann ich denke ich jetzt auch den Gang wieder hochschalten und nach vorne fahren. Dann fahren wir mal zur ersten Haltestelle. Oh, wir sind sogar, wir fahren ja von El Mortial. Ich muss nochmal die Zielanzeige ändern. Hoppala. Die 11. Wir haben nur die 11, okay. Können wir auch mal die Zielanzeige oder die Ansage dann auch gleich nochmal anmachen. Kann ich da machen, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich dränge dran und nicht so wie sonst immer und vergesse es wieder. Habe ich einen Retard irgendwie drin? Ich habe das Gefühl, ich habe einen Retard drin. Jetzt fahre ich einfach, obwohl ich gar nicht geguckt habe. Läuft. Ja, wir haben es, ja, wir haben noch was wir dort sein sollen. Hier haben wir beispielsweise, das war jetzt noch von Larons Videos, genau, hier haben wir, kommen wir dann ein Haus uns holen zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Orte, wo man sich Häuser holen kann und Wohnungen holen kann, besser gesagt. Was haben wir jetzt hier? Auch ein Haus wahrscheinlich. Ja, ich fahre mal weiter. Da kommt nichts, da kommt was. Wenn du weiter so doof da stehst, dann... Jetzt fahr doch. Ich komme ja sonst nicht rum. Ich komme nicht an dir vorbei, du Plepp. Super, die KI hier wieder. Dann drehen wir halt da hinten, machen wir hinten nochmal eine Ehrenrunde. Wenn die KI zu blöd dafür ist. Oder der Autofahrer uns nicht fahren lassen will. Oder nicht selber fährt, besser gesagt. Ah, vielleicht ein bisschen sogar zu. Na, das hätte noch gepasst. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie stark unser Bus jetzt gerade beschädigt ist. Ich habe ja doch noch den einen oder anderen Unfall gehabt. Ich weiß doch gar nicht mehr, bei wie viel Prozent wir uns den geholt haben. Ah, schon wieder der. Der lässt mich, sehr schön. Hier vorne wird es auch gar nicht eng. Jetzt müssen wir die KI mal ein bisschen weiterfahren. Ich finde es nice hier, dass es so wirklich so eng ist. Ich bin auch sehr gespannt auf Bus Nummer 21 und The Bus und eigentlich alles andere, ne, was hier noch so kommen soll. Container freischalten entdeckt. Okay, können wir uns dann ja irgendwann auch mal drum kümmern. Kann ich mich ja dann mal anschauen. Kann ich mich anschauen. Oh Gott. Kann ich mir dann ja mal anschauen. So, wir haben noch... Wir sollten jetzt bei der Bushaltestelle sein, aber aufgrund der KI hat das jetzt nicht mehr ganz so geklappt. Die Fahrt sollte nämlich eigentlich jetzt losgehen, dann beeile ich mich mal ein bisschen und fahre dann ein bisschen flotter hin. Da hat der nicht mal ganz... Alter Verwalter, wie viel wollen hier einsteigen? Dass die Fahrgäste einsteigen und bin gedehnt die Fahrt. Da habe ich auch eingeschaltet. Lass doch mal die Leute einsteigen. Hallo. Hallo. Moin. Mahlzeit, moin. Kannst du das hier auch moin sagen? Achso, ja, gut, es ist die Übersetzung. Moment.
Bei Salut, Servus. Stimmt, wir sind ja kein Linienbus, mehr oder weniger, ne? Wir haben ja nicht das Ding, dass wir jetzt hier Verträge. Gut, Verträge habe ich freigeschaltet. Das ist halt jetzt der Auftrag, ist halt nicht verfügbar aktuell. Aktuelle Route von El Mortal zum Airport, dann wieder zurück zu El Mortal. Verträge, Fahrzeuge, Werkstatt. Ja gut, keine Ahnung, kann ich gerade noch nicht sehen. Ja, man sieht ja leider nicht die Uhrzeit, wann wir losfahren sollen und so weiter. Es ist ein bisschen, aber zur Abfahrtszeit kann ich nicht mehr springen, denn wir haben sie ja bereits. Deswegen würde ich sagen, schließe ich die Türen und dann fahren wir los. Die Türen zu. Nein, habe ich noch nicht zugemacht. Dann folge ich mal der Navigation zum nächsten Ziel. Falsche Seite. Da würde ich hinblinken. Lässt er mich? Der lässt mich natürlich nicht. Lässt er mich doch. Wollen wir mal zum Flughafen fahren? Ist ja ein kurzer Weg. Aber ist auch nicht verkehrt. Erste Tour ist ja auch noch quasi die Einführungstour, ne? Wir sind ja immer noch im Tutorial. Deswegen wird es immer noch eingeblendet und so weiter und so fort. Und die langen Touren, die kommen später dann. Obviously. So, von rechts kommt nichts, von links kommt auch nichts. Fast zu spät noch eingelenkt, aber sowas wieder perfekt. Und dann schleichen wir uns wieder auf dem Flughafengelände umher. Ah, ich find's auch nice, dass man halt auch solche Linienfahrten hat und nicht nur auf Sightseeing-Linien, denn das ist ja alles halt sehr wichtig, ne? Das ist alles wichtige Sachen. Hier eine Busroute oder sowas. Jawohl. Auch klar. Oh Gott. Im Flughafen fängt es mal wieder härter an zu laggen. Leider. So, dann fahren wir erstmal ganz durch, bis wir dann bei unserer Haltebucht sind. Und lassen dann die Fahrgäste aus und wieder einsteigen. Wieder nach ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich guck mal kurz auf die Karte, sicherheitshalber nochmal kurz nachgucken. El Matorral. Ah, das? Denn nach El Matorral wollen. Ach ja, es ist schon schön, es ist schon schön. Kann man nicht anders sagen, oh, wir haben hier die Buslinie. Da will ich natürlich fahren bei Bus und bei den Taxen, denn wir wollen ja zur Busstation und noch nicht den Flughafen verlassen. Das kommt ja erst danach. So, hier haben wir die Taxen. Das war die Taxis, heißt es ja. Weil ich mich erinnere. Taxen ist ja eher umgangssprachlich. Oder so ein umgangssprachliches Ding. Jetzt wollen wir direkt hier links. Dann haben wir hier vorne unseren Spot. Wieder jede Menge Leute ein- und aussteigen wollen. Dann lassen wir Leute ein- und aussteigen.
Schön, wie sie reinschwärmen. Noch weiter auf welchem aussteigen. Warten wir mal, was alle den Bus verlassen haben und fahren dann zurück nach El Matorral. Holen ja einige raus. Das scheint jetzt aber gewesen zu sein. Ist irgendwie hinten noch jemand, der. Nein. Der im Weg steht, meine ich. Gut, dann schließen wir die Türen wieder. So, dann gehe ich jetzt wieder rückwärts. Und dann fahren wir jetzt zur Endhaltestelle El Matorral und beenden dann die Linie 11 und unsere erste Fahrt. Im weiteren Verlauf werden wir natürlich auch eigene Strecken. Ups, wir dürfen hier noch 15. Vorne haben wir. Was haben wir denn da vorne? Eine Tanke und was ist das noch? Ich will jetzt mal ein bisschen hier gucken hier. Was haben wir hier? Eine Waschanlage. Ah. Auch nicht schlecht. Hier haben wir einen Container, ein verschlossenes Versteck. Dann noch ein Restaurant. Und so weiter und so fort. Oh Gott, danke. Jetzt hier raus. Bisschen mehr ausgeholt als vorher. Noch hier sind wir gerade eben sogar schon vorbeigefahren. Hier haben wir auch eine Waschanlage. Ziemlich nah hier dran. Finde ich eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Genau. Waschanlage, die funktionieren prinzipiell gesehen auch. Der Balaven hat zwar nicht funktioniert, aber ich weiß gar nicht mehr, woran das lag. Hat irgendwas wird's gelegen haben. Dass es nicht funktionierte. Ich glaube, weil er noch komplett im Tutorial-Modus war, deswegen war es, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Ich meine, war da immer noch bei. Holte den Bus ab, als er bei der Waschanlage war. Irgendwo in der Pampa. Ich weiß gar nicht, ich könnte mal gucken, wo es, glaube ich, gewesen ist. Es könnte in Casillas Angel gewesen sein. Ja, Casillas Angel, oder war das vielleicht hier? Ich weiß nicht. Irgendwo ist Lavan gewesen, wo es auch eine Waschanlage gab. Allerdings hat er noch halt die erste Fahrt gehabt. Hier war er, genau, in ein paar Jahren muss er dann gewesen sein. Dort wird es gewesen sein. So, jetzt darf er jetzt eigentlich nur noch viel mit Bremsen hin und her fahren. Gerade haben. Fahr weiter. Brauche jetzt auch kein Tempomat aktivieren, weil das lohnt sich einfach nicht. Hat erstmal eine schöne extra Runde gedreht, sehr schön. Die Waschanlage und so weiter. Also es ist halt auch so mehr oder weniger so Hausflipper in Anführungszeichen hier mit drin und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Reparieren und so weiter ist, ob man das selber machen kann und so weiter. Also ich wollte die Tourist Bus Simulator halt einfach. Ich habe es halt bei Lavan damals gesehen, gab vor anderthalb Jahren oder so, wo er die Videos gemacht hat dazu. Und die letzten Videos, vielleicht ist es auch nur ein Jahr her, ich weiß es nicht. Aber schon längere Zeit der. Da dachte ich mir, okay, kann ich auch mal reinschauen. Fand ich schon damals ziemlich nice, aber. Hab's halt bisher die ganze Zeit noch nicht gemacht und dachte mir jetzt, okay, warum. Ne, wo ich halt durch Bustimata 18 und so weiter und was da ich gemerkt habe, okay, das geht langsam dem Ende zu, da ich mittlerweile ja schon fast bei 100 Folgen dort bin, dann dachte ich mir halt, okay, dann ist jetzt die Chance, um halt mit Tourist Bus Simulator zu beginnen, so gesehen. Also wenn wir jetzt in El Matorral halten, dann jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie das mit der Auswertung und so weiter war, ich weiß gar nicht, ob Lavan schon die erste Tour aufgenommen hatte. Ich
kann mich halt auch nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur so an ein paar Sachen dann noch erinnern. Ist halt auch schon lange her, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Dann lassen wir jetzt alte Fahrgäste aussteigen. Können einfach mal mit aussteigen und gucken, bis sie aussteigen. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Bücher, ein Koffer und so. Dann schauen wir den Fahrgästen zu, wie sie aussteigen. Und wenn sie dann durch sind, dann fahren wir zurück zum Hauptquartier wahrscheinlich. Alles andere macht nicht so viel Sinn. Wir sind jetzt hier gerade im Wohnungsbereich, wie wir sehen. Alle Haltestellen wurden angefahren, keine Fahrgäste wurden an Haltestellen zurückgelassen. Wunderbar. Servicewertung 24%, Unfälle 1, Radarkontrolle 0 plus 284 Erfahrungspunkte. Stimmt, es gibt auch Erfahrungspunkte. Ähnlich wie im Fernbus-Simulator wird auch hier mit Erfahrungspunkten gearbeitet, was auch gar nicht mal so verkehrt ist, wie ich finde. Weil es eine sehr gute Sache ist. Dann fahr ich mal zurück. Die Frage, ob ich jetzt hier eine Wohnung haben möchte in der Nähe, ist natürlich, wäre schon praktisch. Aber die sind, glaube ich, etwas teurer. Ist natürlich klar, dass sie teurer sind. Die sind halt in der Stadt und so weiter und halt in der Nähe von unserem HQ. Links kommt nichts, rechts kommt nichts. Dann kann ich ja weiterfahren. Dann beenden wir mal gleich die Fahrt. Ich weiß gar nicht, ob es Schotterkisten gibt. Schotterpisten gibt. Ah, ich glaube, wir würden ein Tutorial bekommen, wenn wir den Bus reinfahren sollen. Deswegen. Den draußen. Okay, erste Mitarbeiter, betrete dein Büro. Ja, dann mache ich das auch gleich, würde ich sagen. Wobei, wir machen das einfach nochmal jetzt. Danach kann ja jetzt so eine der wenigen Sachen noch sein. Gehen wir mal rein. Gehe ich hier in den Nebenraum. Ach, hier war das dann mit den Fahrgästen, okay. Ach, mit den Mitarbeitern. So, Mitarbeiter. Oh, klick auf diesen Button, um den Arbeitsmarkt zu öffnen. Klicke anschließend auf einen Bewerber aus der Liste. Du kannst das monatliche Gehalt anpassen, gell, aber nicht zu niedrig, um mit dem Angebot, sonst wird der Bewerber absagen, für dich nicht mehr verfügbar sein, steht, um den Bewerber einzustellen. Alles klar. Arbeitsmarkt. Mechaniker wäre ja, glaube ich, hilfreich, ne? Genau, einige Fahrer lassen sich nur einstellen, wenn du ihnen eine Wohnung zum Umzug anbietest. Dann haben wir halt da hier noch so ein Ding hier wahrscheinlich. Zuverlässigkeit des Mitarbeiters wird so dargestellt. Fahrer, Fahrer, Fahrer. Wir haben hier nur Fahrer. Die Zuverlässigkeit ist da ziemlich hoch bei dem, der ist aber auch etwas. Emian, würde ich fast schon sagen, ne? Ist halt, war Zuverlässigkeit ziemlich hoch. Komm, machen wir 1000 da draus. Sehr schön. Der Bewerber hat dein Angebot akzeptiert und wird morgen mit der Arbeit in deiner Firma anfangen. New Employee, die Tiefen unlocked. Der erste Mitarbeiter, dein neuer Mitarbeiter wird morgen bereit sein. Geh einfach zum Kalender und überspringe die Zeit bis zum nächsten Tag.
Ich bin die falsche Tür hinausgegangen. Ich würde auch sagen, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Springen dann zum nächsten Tag und haben dann unsere ersten eigenen Mitarbeiter und dann werden wir wahrscheinlich dann noch einen weiteren Bus kaufen und einen neuen Auftrag annehmen und so weiter und so fort. Das machen wir dann alles dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder.